Spiel erwischt so etwas wie einen Traumstart. Denn nach 11,5 Minuten präsentiert Ambrigoli Schäfer in Kooperation mit Topscorer Nuru dem Bielstürmer Emanuel Peter das 1:0 so quasi auf dem Silbertablett. Keine Minute später wird Adrian Trunz auf die Strafbank geschickt. Und nochmals nur 6 Sekunden später steht es bereits 2:0 für die Bieler. Philipp Wetzel, der Torschütze. Blitzschnell kombinierten sich die Bieler nach dem Bulli-Gewinn durch die Ambrì-Defensive. Tyler Seguin, die Lockout-Verstärkung des EHC Biel, beobachtet seine neuen Kollegen von der Tribüne aus. Mit dem ersten Drittel kann Seguin ganz zufrieden sein. Doch zum zweiten Abschnitt startet dann Ambrì besser. Maxim Noro erhält in der 24. Minute genau so viel Raum, wie er braucht, um gezielt abzuziehen. Aber Schwung kann der Treffer den Tessiner nicht lange verleihen. Denn Marc Wieser stellt 2 Minuten nach dem Anschlusstreffer den 2-Tore-Vorsprung wieder her. Ganz unhaltbar scheint der Treffer nicht zu sein. Die Bewegung von Torhüter Schäfer sieht doch etwas schwerfällig aus. Nicht genug der individuellen Fehler in der Ambrì-Verteidigung. Nuro lässt sich die Scheibe abluchsen. Schlagenhauf läuft Kellenberger hinterher. Nach 34 Minuten und 35 Sekunden heißt es 4:1 für Biel. Da im letzten Drittel keine Tore mehr fallen, ist das auch gleich das Schlussresultat. Dank dem dritten Sieg in Folge herrscht bei den Seeländern Jubelstimmung.